willkommen zur vierten Vorlesung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Einfachspalt. Wir hatten ja in unserem Experimentum Grotius den Doppelspalt betrachtet und darin allerdings zunächst einmal Annahmen gemacht, beziehungsweise habe ich Ihnen das experimentelle Ergebnis mitgeteilt, wie hinter einem Einfachspalt die Verteilung von von Teilchen aussieht, wenn ich sie durch eine Elektronenkanone abschieße, durch einen Einfachspalt. Nun haben wir ja inzwischen herausgefunden, wie die quantenmechanische Amplitude ausgerechnet wird für ein massives Teilchen, das sich frei bewegt, aber möglicherweise durch einen Spalt geht oder für das es interferierende Möglichkeiten gibt. Und wir betrachten uns heute den Einfachspalt in dieser quantenmechanischen Beschreibung, um das erste Element für die Berechnung des Doppelspalts zu haben. Also betrachte nun unter Benutzung der Ergebnisse zur Berechnung der quantenmechanischen Amplitude oder Amplituden den folgenden Aufbau. Also wir nehmen wie immer unsere idealisierte Elektronenkanone her und betrachten jetzt hier allerdings einen Schirm mit nur einem geöffneten Loch. Ich mache das mal ein bisschen größer, weil wir gleich in dieser Skizze etwas genauer werden. Und dieses zweite Loch, das wir immer betrachtet haben, das verschließen wir. Also das soll ab jetzt geschlossen sein. Und ich male hier nur noch mal zur Illustration die Symmetrieachse dieses Problems ein. Und wir betrachten hier einen Spalt, dessen Mittelpunkt auf dieser Ortsachse, auf der vertikalen Ortsachse, bei einem Wert x0 liegen mag, wobei diese Symmetrieachse beim Wert 0 liegen mag, für die weitere Bearbeitung mit Formeln. Und dann soll dieser Spalt insgesamt eine Breite von 2b haben. Ja, also bisher hatten wir den Spalt ja nur als ganz kleines Loch betrachtet, um im Prinzip die Konstruktion von Amplituden zu betrachten. Aber realistischerweise ist natürlich jeder Spalt hat natürlich eine Breite. Das ist hier die Breite 2b. Und wie gesagt, hier dieses x0 zeigt nur die Lage dieses Mittelpunkts an. Also oberhalb, b oberhalb und b unterhalb dieses x0 endet, sind hier die Spaltränder zu finden. Und ja gut, und dann gibt es hier in diesem Problem hinten nochmal einen Schirm, an dem irgendwelche Detektoren aufgestellt sind, die hier eben anzeigen, ob ein Teilchen einschlägt oder eben nicht. So, jetzt hatten wir uns ja schon von der klassischen Vorstellung befreit durch unser Gedankenexperiment bzw. durch die Beachtung der experimentellen Ergebnisse, was beim Doppelspalt passiert. Und wenn wir jetzt natürlich einen realistischen Doppelspalt ausrechnen wollen, müssen wir erstmal wissen, was bei den Einzelspalten passiert, also welche Amplitude für den Übergang eines Teilchens von hier nach hier existiert, wenn es durch diesen Spalt geht, irgendwo hier, sodass wir dann, wenn wir keine Detektoren aufstellen, als interferierende zweite Möglichkeit eben durch das zweite Loch gehen können. Aber das hier ist sicherlich ein elementarer Rechenschritt für die Berechnung des Doppelspaltes, dass wir den Einfachspalt verstehen und nun aber in dieser verfeinerten Version mit endlicher Spaltbreite. Okay? Und das rechnen wir heute aus und da werden wir einiges Interessante lernen. Insbesondere werden wir eine Manifestation der Unschärferelation in der Quantenmechanik in diesem ganz konkreten Beispiel sehen. Aber in diesem Beispiel, wie in allen quantenmechanischen Problemen, lässt sich schließlich doch die Unschärferelation immer auf die eine oder andere Art sehen. Und wir machen diese Beobachtung jetzt zunächst mal in diesem konkreten Kontext, um ein bisschen besseres Gefühl
oder um ein besseres Gefühl für die unscharfe Relation gleich vorwegzunehmen, denn nachher der algebraische Beweis ist zwar sehr durchsichtig, aber die Frage ist natürlich immer, was genau würde das im Experiment bedeuten. Okay, also das ist unser Aufbau soweit. Und nun hatten wir uns ja schon von der quantenmechanischen, von der klassischen Idee befreit, dass die Teilchen hier einfach so auf einer Trajektorie durchfliegen. Vielmehr war es so, dass wenn ich verstehen will, wie ein Teilchen von hier nach zum Beispiel hier übergeht, dass ich ein Pfadintegral ausrechnen muss, und zwar über alle möglichen Wege, die das Teilchen von dort nach dort hinten nehmen kann. Und da unser Spalt jetzt nun mal eine Breite 2b hat, wissen wir nicht mehr, dass ein Teilchen, das da hinten ankommt, auf jeden Fall durch einen bestimmten Punkt hier gegangen sein muss, sondern nur noch durch einen dieser möglichen Punkte hier. Und jetzt wird die Zeichnung hier ein bisschen klein, wir können sie nachher noch mal ein bisschen größer hinmalen. Aber Sie können sich vorstellen, ich kann nun hier im Abstand von dieser, also quasi dieser Abstand zwischen diesem Mittelpunkt des Spalts und dem Durchgangspunkt oder einem möglichen Durchgangspunkt, diesen Abstand, den kann ich nochmal mit Y kennzeichnen. Also wenn Y positiv ist, bin ich etwas oberhalb des Mittelpunkts des Spalts durchgegangen. Wenn Y negativ ist, bin ich etwas unterhalb dieses Mittelpunkts durchgegangen. Und selbstverständlich kann dieses Y, das hier für mögliche Wege vorkommt, kann nur im Bereich zwischen minus b und plus b liegen. Denn wenn es aus diesem Bereich ausschert, geht das Teilchen überhaupt nicht durch diesen Spalt hindurch. Und wir wissen, wenn wir jetzt das Teilchen durch diesen Punkt hier gehen lassen, kann es entlang eines Propagators, müssen wir den Propagator ausrechnen dafür, dass das Teilchen von hier nach hier geht. Aber hier in diesem Zwischenraum, da ist ja die Propagation frei. Wir haben da keinerlei Detektoren aufgestellt, wir haben keinerlei Hindernisse, wir haben keinerlei Potenzial. Das Teilchen von hier bis hier, in diesem Bereich, handelt es sich um eine freie Bewegung. Und nun hatten Sie letztens in der Präsenzübung den Propagator für die freie Bewegung, also die Übergangsamplitude für eine freie Bewegung von einem Punkt xa zu einem Punkt xb ausgerechnet, und zwar als Pfadintegral. Das heißt, Sie nehmen die Beiträge e hoch i durch h quer mal der Wirkung für jeden beliebigen Weg, der von hier nach hier geht. Also könnten Sie zum Beispiel diesen Weg haben oder hier unseren Weg mit Herzchen oder nach dem so, all diese Wege gibt es, und all diese Wege tragen zum Pfadintegral gleich bei. Sie wissen allerdings, die Phase, die da beiträgt, e hoch i durch h quer s, die Phase hängt von der Wirkung ab, ausgewertet auf dem entsprechenden Weg. Okay, wir haben das, und um das Pfadintegral für all diese Wege ein für alle Mal zu kennzeichnen, nehmen wir vielleicht einfach hier so eine gestrichelte blaue Linie mit einem Pfeil durch. Und diese gestrichelte blaue Linie, die soll ab jetzt immer stehen für alle möglichen Wege. Okay, also gestrichelte Linie mit Pfeil sind alle möglichen Wege von dort nach dort, damit wir nicht immer die verschiedenen Wege hinmalen müssen. Und genauso, wenn wir durch diesen Punkt hier gehen, durch diesen Y-Punkt hier durch, dann gibt es eben nochmal einen Propagator, um von diesem Punkt zu einem bestimmten Punkt hinten am Detektor zu kommen. Aber auch wieder diese gestrichelte blaue Linie, das ist ein neuer Propagator, denn hier ist ja quasi die Bewegung konditioniert auf diesen Punkt, das ist, wo hier die Höhe Y liegt. Ja. Also das ist eigentlich die Höhe X0 plus Y. Denn Y ist nur der Abstand von dieser Mittellinie in unserer Notation. Aber auch wieder dieser gestrichelte Weg, dieser Propagator, steht wieder für alle möglichen Wege. Eine kleine Bemerkung am Rande. Vielleicht haben Sie schon mal Diagramme dieser Art irgendwo gesehen. Das sind die sogenannten Feynman-Diagramme. Das wäre jetzt hier in der Quantenelektrodynamik. Da käme hier zum Beispiel so ein Elektron und hier käme ein anderes Elektron.
Und die tauschen hier, naja, was heißt, die tauschen aus, man darf sich das, das gilt eigentlich nur in einer Störreihenentwicklung, aber die Idee ist, die tauschen ein Photon aus, für Photonen gibt es auch Propagatoren, und die malt man hier geschlängelt, man muss sich Verschiedenes einfallen lassen, weil es verschiedene Teilchen sind, ein sogenanntes virtuelles Photon, und letztlich ist das die niedrigste Ordnung Quantenkorrektur dazu, wie zwei Elektronen sich abstoßen, wenn ich sie streuen lasse, und wenn man wirklich ausrechnen will, was solche Elektronen tun, dann schieße ich die ein. Und dann passiert irgendwas im Experiment und irgendwo fange ich sie dann wieder auf dem Schirm auf. Und man kann diese gesamte Amplitude dann darstellen als die Propagation ohne Wechselwirkung plus mit dieser Wechselwirkung plus mit so einer Wechselwirkung und nochmal einem virtuellen Elektron-Positron-Paar und so weiter. Ich male das da alles nur hin. Das ist nachher Quantenelektrodynamik, das ist die relativistische Quantentheorie der geladenen Teilchen und der Elektronen. Wie Sie sehen, wird die Wechselwirkung wird durch Photonen vermittelt. Also das, was wir normalerweise so als Abstoßung in der Elektrodynamik oder auch Anziehung kennen, das wird durch Photonen übermittelt. Das ist der Photonpropagator, das ist der hier in dem Fall der Elektronpropagator. Und diese Linien bedeuten aber genau das. Die bedeuten Propagatoren von A nach B. Also da kann man zum Beispiel im Ortsraum hinschreiben, man kann es auch im Impulsraum hinschreiben, ist egal. Mit so einem Pfeil ist nicht genau diese Linie gemeint, sondern alle möglichen Linien. Okay? Also Sie verstehen jetzt in diesem Feynman-Diagramm zumindest mal vom Prinzip her, wir machen das ja nicht relativistisch, aber zumindest vom Prinzip her sind die, unsere gestrichelten Pfeile sind da die Propagatoren in der Quantenelektrodynamik. Okay. Und das ist die genaueste physikalische Theorie, die wir haben. Also das nur am Rande nebenbei, dieses Sinnbild für den Propagator steht für die Amplitude, die eben aus dem Pfadintegral über alle möglichen Wege genommen wird. Okay? Gut, wenn wir das jetzt also betrachten, das wollen wir jetzt heute ausrechnen. Was ist eigentlich die Amplitude, um von hier nach hier zu kommen? Und weil wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, müssen wir natürlich alle Propagatoren nehmen, die von hier nach hier zu einem der Zwischenpunkte kommen. Aber wenn wir keinen Detektor aufstellen, um zu gucken, wo genau, bei welchem y-Wert genau das Teilchen durchkommt, dann sind das natürlich alles was für Alternativen, exklusive oder interferierende? Interferierende, ganz genau. Und was müssen wir dann machen? Ja, wir müssen die ganzen Amplituden aufsummieren. Und weil das hier so ein kleines Kontinuum ist, für y in minus b bis plus b, tun wir das natürlich über ein Integral. Okay, also das ist das Problem, was wir heute ausrechnen. Wir werden in der Tat ausrechnen, was hier hinten das Einschlagsmuster ist. Und da gibt es auch eine kleine Überraschung. Natürlich sieht die Überraschung nicht so aus, dass das, was wir vorher gemacht haben, falsch ist, aber wir werden es heute analytisch hinschreiben und werden daran die Unschärferelation auch noch gleich mit ablesen für diesen speziellen Fall. Fragen? Soweit? Okay. So, um das Problem nun einfach zu behandeln, also zur einfachen Behandlung, nicht vereinfachten Behandlung, sondern einfach zur einfachen Behandlung, werden wir da eine Dimension wegidealisieren. Zur einfachen Behandlung also betrachten wir dieses Experiment oder diese Situation mit ganz dicht aneinandergeschobenen Schirmen. Denn das Problem ist tatsächlich effektiv ein eindimensionales, ein räumlich eindimensionales Problem. Wir haben ja da diese Symmetrieachse. Und also die Idee ist, dass wir die Schirme eng aneinander schieben, dass also unsere Elektronenkanone hier sehr nah an dem Spalt ist und dass dann der Auffangschirm wieder nah dabei ist. Wir hatten das schon mal so betrachtet. Es ist überhaupt kein Problem, diese Dimension mit dazuzunehmen. Da kriegen alle unsere Exponentialfunktionen kriegen noch einen extra Term. Den müssen wir dann immer mitschleppen, aber das ist ja gar kein Problem. Ja? Insbesondere unsere Integration über y, also um den genauen Durchgangspunkt durch den Spalt, diese Integration sieht ja gar nicht diese andere
Dimension, die da so nach rechts geht. Beziehungsweise, und das ist halt auch wieder ein Vorteil, wir müssen ja das Ganze, wenn wir da oben, was ich da, das Herzchen und den Julia-Weg und so weiter betrachten, Sie sehen ja, da geht es ja vorwärts und rückwärts im Raum. Wir wissen ja, dass das so eine Eigenschaft von den Integralen ist, dass ich vorwärts und rückwärts im Raum gehen kann. Aber in der Raumzeit ist es natürlich nicht so. Das heißt, diese Situation mit zusammengeschobenen Schirmen ist natürlich in der Raumzeit wieder ein zweidimensionales Bild. Also da haben wir wieder hier, da male ich jetzt hier allerdings die Zeit auf. Also gehen wir mal hier rüber. Also Vorsicht, na, bei diesem Bild da oben war natürlich das hier eine räumliche Dimension und das war eine räumliche Dimension. Und jetzt behalten wir aber nur noch die vertikale räumliche Dimension. Vertikale räumliche Dimension. Wir haben ja das hier so zusammengeschoben, also wir behalten nur noch diese Dimension und haben jetzt zumindest mal für eine einfache Zeichnung nochmal eine Dimension frei, um die Zeit aufzutragen. Und in der Tat, wenn das Teilchen hier startet, wissen Sie ja, ich kann ja sagen, ich gebe, selbst wenn dieser Abstand ganz klein ist, können Sie ja quantenmechanisch, wie auch klassisch sagen, ich gebe dem Teilchen eine gewisse Zeit groß t, bis es überhaupt hier angekommen sein muss. Ja? Und in dieser Situation würde das wohl irgendwie so aussehen, dass wir dann hier irgendwo diesen Spalt haben. Jetzt kann ich das mal ein bisschen großzügiger hier malen. Immer noch geizig, okay, so. Ja, also das geht auch nach unten wieder weiter, aber ich betrachte jetzt mal nur da oberhalb der Symmetrieachse. Und dann ist hier hinten wieder ein Schirm. Ja, und jetzt male ich nochmal die Größen ein. Also das da soll vertikale Richtung 0 Höhe sein. Dann steht hier ein x0 auf dem Mittelpunkt des Spalts. Dann haben wir hier bis zu dem Punkt, wo wir einen Pfad betrachten, der genau da durchgeht. Dieser Punkt hier, der ist nun aber x0 plus y, weil wir um y abweichen, also wenn das da wäre dann y, und hier dieser gesamte Abstand bis zum Rand des Spalts, das ist einfach b. Dann gibt es natürlich nur mal nach unten ein b und dann habe ich die Spaltbreite 2b. Und weil wir jetzt also im Raumzeitdiagramm sind, hier möchte ich die Zeit t zunächst mal gegeben haben. Zeit t, bis ein Teilchen vom Ursprung zu diesem Punkt x0 plus y gelangt ist. Und dann gebe ich dem Teilchen nochmal eine Zeit klein t. Das heißt, dann bin ich also insgesamt bei der Zeitachse bei groß t plus klein t. Also wenn das hier die Zeitdauer t ist, klein t, und das ist dann die Zeitdauer groß t, ja, dann haben wir hier unsere Situation. Und es kommt halt ganz drauf an, wie lange das Teilchen von hier braucht, hier nach hier braucht. Was würde klassisch determinieren, wie lange das Teilchen von hier nach hier braucht, wenn es eine freie Bewegung ist? Nur die Anfangsgeschwindigkeit, ja. Wir würden einfach Teilchen langsam abschießen oder schnell abschießen, dann würden die langsamer oder schneller hier hinfliegen. Sie wissen, quantenmechanisch gebe ich jetzt einfach mal hier diese Zeit vor und dann schauen wir uns das Gesamtproblem an. Okay? Also nochmal, wir haben eine Raumdimension entfernt, haben aber gleich auf der Tafel die entstehende Möglichkeit genutzt, eine Raumzeitkurve hinzumalen. Und nun ist es tatsächlich so, während im Ortsraum wir immer vorwärts und rückwärts gehen können, kann uns ja keiner daran hindern. Das sind ja alles valide Wege. Ich kann ja zur Schule gehen, zurück und am nächsten Tag wieder zur Schule. Aber in der Raumzeit ist es natürlich nicht so. Ich kann nicht in der Zeit rückwärts gehen. Das heißt, in der Raumzeit gibt es zum Beispiel diesen Julia-Weg, gibt es auf keinen Fall, oder auch den Herzchenweg nicht, sondern, naja gut, also den Weg gibt es natürlich schon, aber in der Raumzeit, in der Raumzeitdiagramm sieht er anders aus. Das sieht dann halt eher so aus. Also es geht immer weiter in der Zeit und dann eben hoch runter und vielleicht, ja, gut, Sie wissen, wie es geht. Und dann geht es hier nochmal darum. Also das ist der Vorteil des Raumzeitdiagramms, da geht nichts vorwärts und zurück, sondern es geht halt in der Zeit immer nur vorwärts, aber im Ort können Sie hin und her gehen. Also hier diese Hoch-Runter-Bewegung heißt nichts anderes, als dass Sie in der vertikalen Richtung können Sie weiter gehen und können Sie wieder zurückgehen und so weiter, aber in der Zeit schreitet es immer voran. Ja? Also deswegen, ich erinnere Sie nochmal dran, unsere Formulierung des Pfadintegrals über alle Wege hat diese Raumzeitstruktur genutzt.
und eben nicht nur die räumliche Richtung, denn da müssen wir uns mit solchen Schleifen beschäftigen, das müssen wir in der Raumzeit nicht. Das nur nochmal zur Erinnerung an dieser Stelle. Und ja, und jetzt würden wir natürlich ganz gerne ausrechnen, was ist eigentlich die Amplitude, achso, das sollte ich hier hinten noch angeben, wenn wir hier weitermachen mit unserer x0-Höhe, ich möchte den Einschlag betrachten, wenn ich um klein x von diesem x0 abweiche. Da kann ich wieder nach oben oder nach unten abweichen. Das heißt, hier oben dieser Punkt, absolut gesehen, ist x0 plus klein x. Also, Entschuldigung, ich habe das Bild, so habe ich es nicht gemeint. Wir müssen ja da oben mit unseren Wegen im Ursprung beginnen. Tut mir leid, dieses x0 ist ja nur die Lage dieses Spaltes. Wir wollen auf jeden Fall hier beim Ursprung beginnen, nämlich auf der Mittelachse, auf der Symmetrieachse, wo die Elektronenkanone sitzt. Bitte verbessern, okay? So, dieses Problem schauen wir uns an. Und selbstverständlich sind wir jetzt daran interessiert, was ist die Gesamtamplitude von hier über irgendeinen Punkt des endlich breiten Spaltes nun hier hinten anzukommen. Gut, was müssen wir dafür hinschreiben? Amplitude um von der Elektronenkanone. Ich spreche immer von der Elektronenkanone. Ich habe es schon ein paar Mal betont. Sie können da auch Buckyballs schießen oder Fußbälle oder Wale oder was auch immer. Das ist immer das Gleiche. Ich bleibe nur mal bei diesem anschaulichen Beispiel. Amplitude um von der Elektronenkanone. Ja, wo ist das? Bei, ja, das ist der Punkt da unten 0 zum Zeitpunkt 0 zu kommen, ja, zum Schirm, zum Detektorschirm und zum Detektorschirmpunkt. Welcher Punkt ist das? Das soll hier der Punkt x0 plus x sein, zum Zeitpunkt groß T plus klein t. Amplitude um von der Elektronenkanone tralala zum Detektorschirm zu kommen. Ja, wie sieht die aus? Wir müssen uns kurz überlegen. Also erstens mal, ich gehe hier immer vom gleichen Punkt aus, weil eine Elektronenkanone dort startet. Ich könnte jetzt immer den Propagator hinschreiben, K00 bis K, Komma. Entschuldigung, wir haben es immer anders notiert gehabt. Ich schreibe es einfach nochmal hin. Ich hatte immer hingeschrieben gehabt, K am Punkt 0 zum vom Punkt 0 hier in dieser Richtung zum Punkt x plus x0. Und die erste Zeit, die war dann der Zeitpunkt 0 und der zweite Zeitpunkt war der Zeitpunkt klein t plus groß t. Ja? Anfangspunkt, Endpunkt, Anfangszeit, Endzeit. So hatten wir das immer notiert gehabt. Aber wir gehen jetzt immer von diesem Anfangspunkt und dieser Anfangszeit aus in unserem Problem. Und ich kann also in Zukunft ignorieren, wo ich herkomme. Das ist immer das Gleiche an dieser Stelle. Und dann haben wir gesagt, soll das die Wellenfunktion sein. Und die nennen wir einfach mal Phi von x und t plus t. Ja, denn das ist, wo wir eigentlich das Phi von x plus x0, Psi von x0 plus x zum Zeitpunkt t plus t, denn das ist dort, wo wir rauskommen. Wir schreiben also nur noch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem Schirm am Schluss hin. Das interessiert uns. Ne? Dann können wir dann zum Beispiel das Absolutbetragsquadrat nehmen, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung zu bekommen und so weiter. Klar? Okay, also wir wollen diesen Propagator ausrechnen, aber wie sieht er denn nun aus? Naja, eine Sache, die wir machen müssen, wir müssen mit Sicherheit über alle Punkte dieses endlich breiten Spalts integrieren. Also Integral von minus b bis plus b über dy. Y ist ja nur die Abweichung vom Mittelpunkt. Und dann eben genau den Propagator nehmen von hier unten nach dort. Jetzt habe ich ihn ohne gestrichelt gemacht, ist auch gut. Und den Propagator von hier nach hier, also über alle Wege. Aber weil das zwischendrin frei ist, kann ich natürlich einfach den freien Propagator aus der Präsenzübung nehmen, den Sie dort ausgerechnet haben. Wo fange ich an? Ich fange an bei 0, ich gehe vom Punkt, jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken, wo gehen wir los? Wir gehen los bei
0 zum Zeitpunkt 0. Den Zeitpunkt haben wir dann immer da hinten hingeschrieben, der dazu gehört. Und wir gehen zum Punkt x0 plus y. x0 plus y zum Zeitpunkt groß t. Das ist also hier dieser erste Propagator. Und da gehen wir also durch diesen speziellen Punkt. Über diesen Punkt wird dann nachher integriert durch die verschiedenen Möglichkeiten. Und jetzt haben wir eine zusammengesetzte Amplitude. Das hatten wir uns letztes Mal angeschaut. Die zusammengesetzte Amplitude bekomme ich, indem ich die Amplituden multipliziere, richtig? Also muss ich hier jetzt nochmal hinschreiben, ich gehe weiter, also mal, das war diese Zusammensetzungsregel, die galt auch für Amplituden. Sie kennen die für Wahrscheinlichkeit, die gilt sogar feiner für die Amplituden. Dann wieder eine rein freie Bewegung, weil von hier nach hier wieder freie Bewegung ist. Und zwar von dem Endpunkt eben, also von x0 plus y zum Zeitpunkt groß t zum Punkt x0 plus x, nämlich dem der hinten, zum Zeitpunkt groß t plus klein t. Ja. So, das müsste eigentlich unser Propagator sein, unsere Gesamtwellenfunktion, unser Gesamtpropagator. Das hier war, wie gesagt, nötig, weil wir interferierende Alternativen haben, nämlich die verschiedenen Punkte, durch die ich am Spalt gehen kann, wenn ich nicht schaue, wo genau ich durchgegangen bin. Und das ist der freie Propagator vom letzten Mal. Also K frei. Und wie sah der aus? Naja, um von einem Punkt xa zu einem Punkt xb zu kommen, wenn ich bei ta starte und bei tb aufhöre, das ist ein für alle Mal ausgerechnet, das ist die Wurzel aus m geteilt durch 2 pi i h quer tb minus ta mal der Exponentialfunktion, rein imaginär, im durch 2 h quer und dann eben xb minus xa zum Quadrat, also räumlicher Abstand zum Quadrat, nochmal geteilt durch die Zeitdifferenz tb minus ta, aber eben nicht zum Quadrat. Okay? Schweifte Klammer zu, Ende der Exponentialfunktion, fertig. Ja. Also diesen freien Propagator, den Sie ja deswegen auch letztens in der Übung ausrechnen sollten, den müssen Sie sich merken, denn offensichtlich kommt er bei vielen Problemen immer als elementarer Schritt vor. Okay? Alle einverstanden, dass das stimmt? Ja, genau. Gut. So, ja, also haben wir eigentlich unser physikalisches Problem, nämlich was ist eigentlich die Amplitude von hier nach hier und damit, was wäre denn hier die Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie bekomme ich die aus der Amplitude, weil ich absolut betragsquadrieren, ich muss also das da absolut betragsquadrieren, haben wir reduziert auf die Berechnung dieses Integrals, wo ich die k frei, die kenne ich als Ausdrücke, also habe ich hier ein großes Integral stehen. Und wir haben gar kein physikalisches Problem mehr, wir haben lediglich noch ein mathematisches Problem. Und das ist natürlich ein riesiger Schritt von einem physikalischen Problem, einer physikalischen Frage, das zu reduzieren auf eine reine mathematische Rechnung. Das ist dann vergleichsweise einfach, denn die ganze Modellierung, die ganze physikalische Idee ist da schon drin. Das können Sie einem Mathematiker vorlegen, der dann vielleicht mit sehr schwierigen oder sehr schwer zu beherrschen oder was auch immer, Methoden das dann lösen kann. Aber immerhin, es ist kein physikalisches Problem. Sie brauchen kein Physikverständnis mehr, um jetzt hier weiterzurechnen. Okay, das ist immer der Hauptschritt in der Lösung eines physikalischen Problems, dass Sie von der Physik zur Mathematik kommen. Gut, also wollen wir jetzt dieses Integral ausrechnen und es ist Fakt, dass man das kann. Dieses Integral kann exakt berechnet werden. Allerdings nicht analytisch. Das heißt, Sie können da keinen geschlossenen Ausdruck für hinschreiben, was das Ergebnis ist. Sie können das durch sogenannte Fresnel-Integrale ausdrücken. Und das hat man unter Kontrolle oder können Sie dann Numerik machen. Also das Integral existiert, allerdings kein analytischer Ausdruck. Und die Frage ist, woran hängt denn das? Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht. Na, vielleicht schreibe ich es noch einmal hin.
Psi von x0 plus x zum Zeitpunkt t plus t, also diese Wahrscheinlichkeitsamplitude, ist gleich Integral von minus b bis plus b dy. Und jetzt setze ich gleich mal das k frei ein. Da kriege ich von jedem k frei, kriege ich da so einen Beitrag Wurzel aus. Aber weil da zwei k frei sind, geht die Wurzel weg. Das ist m durch 2 pi ih quer. Naja, aber der erste hat einen Faktor 1 durch Wurzel. Müssen Sie schauen, was die Anfangs- und Endzeitpunkte sind. Das eine ist ein großes T, das ist der Unterschied zwischen der Endzeit und der Anfangszeit. Und hier ist der Unterschied zwischen der Endzeit und der Anfangszeit ein kleines t. Also der erste Faktor bekommt ein Wurzel klein t und der zweite Faktor bekommt ein Wurzel groß t. Die kann ich natürlich unter eine Wurzel packen. Und dieser Ausdruck ist bereits das Produkt der beiden Vorfaktoren, der beiden Propagatoren. Ja, einfach weil da Endzeit minus Anfangszeit steht und diese Zeitendifferenz einmal klein t und einmal groß t ist. Ja gut, und dann gibt es hier eben noch die Exponentialfunktion, exp. Da gibt es jeweils ein im durch 2h quer, wie wir sehen. Und naja, aber dann kommt halt hier einmal der Ausdruck, sagen wir mal für diesen ersten Propagator, was ist denn da Endpunkt minus Anfangspunkt? Endpunkt ist x0 plus y, Anfangspunkt ist 0, also haben wir x0 plus y minus 0, das brauchen wir nicht hinzuschreiben, zum Quadrat. Durch Endzeit minus Anfangszeit ist groß T. Ja, wir haben aber genauso einen Beitrag mit im durch 2h quer von dem zweiten Propagator. Und weil das exp mal exp ist, kann ich jetzt natürlich aufsummieren mit dem Exponenten, kommutiert der hier alles. Im durch 2h quer steht schon da. Endpunkt minus Anfangspunkt, aber hier ist der Unterschied zwischen Endpunkt und Anfangspunkt, ist x minus y. Plus x minus y, denn das x plus x0 minus x0 geht raus. Zum Quadrat durch Endzeit minus Anfangszeit ist t plus t minus t, ist also nur noch ein kleines t. Na, also dieses Integral steht jetzt ganz konkret da und ich habe es jetzt in einem Schritt schon gleich ein bisschen vereinfacht. Jetzt schauen wir da drauf und sagen, wieso soll das nicht analytisch gehen? Da steht ein Vorfaktor, aber der ist ja von der Integrationsvariable völlig unabhängig, den könnte man vorne dran ziehen. Und dann steht da e hoch im. Und dann irgendein Ausdruck, der quadratisch ist in der, also quadratisch und linear und nullter Ordnung, in der Integrationsvariable. Ja, aber solche Integrale haben wir doch die ganze Zeit ausgerechnet, oder? Wir hatten doch laufen, e hoch i mal, und dann kommt was mit einem quadratischen und linearen Term, kann ich eine quadratische Ergänzung machen. Warum soll das hier nicht ausrechenbar sein? Sieht es einer auf den ersten Blick, was das Neue ist an diesem Integral gegenüber diesen anderen vom Typus? Bitte? Richtig, ganz genau, sehr gut beobachtet. Das hier geht über ein endliches Intervall und dieser gesamte Trick, diese Gauss-Integrale auszurechnen, analytisch als Wurzel aus Pi durch Alpha, wenn da der Faktor e hoch minus Alpha x oder y Quadrat da stand, hing natürlich davon ab, dass ich von minus unendlich bis plus unendlich gehe. Aber wenn ich natürlich das nur über ein endliches Intervall mache, Sie kennen das vielleicht von der Fehlerrechnung her, dann ist es nicht mehr analytisch zu berechnen und genau das ist hier das Problem. Okay? Also diese endlichen Grenzen statt minus unendlich bis plus unendlich machen das Problem. Und wo kamen diese endlichen Grenzen her? Naja, die kamen von der endlichen Spaltbreite. Wenn der Spalt nur aus einem Punkt bestünde, würde dieses gesamte Integral zusammenschnurren zu einem Punkt. Ja gut, ja? Dann würden wir gar nicht drüber summieren. Und wenn der Spalt unendlich groß wäre, wenn es also gar keine Wand gibt, dann wäre das wirklich das Integral von minus unendlich bis plus unendlich, dann könnten wir es ausrechnen, das ist auch uninteressant. Wir wollen gerade diesen Fall hier betrachten. Ja, wie geht man mit so einer Situation um? Wenn man es exakt rechnen will, numerisch zum Beispiel, man kann aber auch als Theoretiker sagen, naja, also so ein Spalt, den könnte ich ja auch mal irgendwie anders modellieren. Und zunächst mal könnte ich hätte gerne ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Das würde mir besser gefallen, wenn ich jetzt analytisch rechnen will, über dy. Das Problem ist, ich habe jetzt einen ganz anderen Integrationsbereich. Ich würde den ganzen Rest beibehalten, also m durch 2 pi ih quer Wurzel klein t groß t mal diesem exp von
im durch 2h quer x0 plus y in Klammern zum Quadrat durch groß T plus x minus y in Klammern zum Quadrat durch klein t, will ich alles beibehalten. Ja, was muss ich tun, wenn dieses Gleichheitszeichen stimmen soll? Ich muss hier irgend so eine Spaltfunktion einführen, nehmen wir die mal groß S, S von y. Und um tatsächlich dieses Gleichheitszeichen hier zu produzieren, muss ich eine Spaltfunktion einsetzen, die natürlich den gesamten Integranten auf 0 setzt, wenn ich mich außerhalb dieses Bereiches befinde, und den Integranten genauso belässt, also S von y auf 1 setzt, wenn ich in diesem Bereich bin. Also wenn ich dieses Gleichheitszeichen gelten haben will, brauche ich S von y ist gleich 0 für minus b kleiner gleich y kleiner gleich b, das gleiche ist auch egal, Menge von Maße 0 und 1 ansonsten, wenn ich gerade umgekehrt, 1 hier und 0, wenn ich außerhalb liege. So muss ich diese Spaltfunktion setzen, damit diese beiden Integrale gleich sind. Jetzt, also, was habe ich denn jetzt gewonnen? Ich muss ja immer noch das gesamte Integral ausrechnen. Das konkret zu berechnen, komme ich ja doch wieder auf das obige Problem zurück. Also rein jetzt diese Spaltfunktion einzuführen, tut den Trick nicht. Was allerdings den Trick tut, ist, wenn man sagen würde, ja Moment, wir könnten ja mal zum Spaß versuchen, den Spalt etwas anders zu modellieren. Alternative Modellierung, ich würde sagen, eine alternative Modellierung des Spalts könnte nun aber so aussehen, dass ich diese Spaltfunktion S von Y angebe als eine Exponentialfunktion, und zwar Exponentialfunktion von minus y Quadrat, das ist ja geteilt durch 2b. Ja. Was ist das für eine Funktion? Wenn ich die hinmale, also wenn das da jetzt y ist, ist das also die Abweichung, jetzt habe ich natürlich die Richtungen vertauscht, vielleicht male ich das Diagramm mal ein bisschen anders als üblich. Ich sage in dieser Richtung hier, das ist y und das hier ist s von y. Und dann ist klar, so eine Gauss-Kurve ist das, die sieht irgendwie so aus. Wir haben hier bei der 1, bei y gleich 0 ist das e hoch 0, das ist die 1. Und wenn Sie mit dem y nach Plus oder nach Minus abweichen, fällt diese Funktion stark ab. Das ist halt die Gaußsche Glockenkurve. Und dieser Parameter 2b hier, der taucht da so auf, dass Sie hier diese Halbwertshöhe hier haben. Ja, etwa hier. Das hier ist 2b. Ja, so. Und Sie wissen das vielleicht aus der Fehlerrechnung, wenn Sie die Fläche unter der Kurve nur in diesem Bereich schauen, wo die Halbwerts, definiert durch die Halbwertshöhe hier, nur diesen Bereich, das da sind, was sind 67 oder irgend sowas oder 68% der Fläche der Kurve liegen da drunter und der Rest, also innerhalb einer Standardabweichung, und der Rest, der liegt da draußen. So, im Vergleich zu dem, zu der Spaltfunktion, die wir eigentlich haben mit diesem b, das ist immer hier die grüne Spaltfunktion, ja. Diese grüne Spaltfunktion, die sieht natürlich so aus. Die ist überall 0 bis hierhin, dann springt sie auf die 1 und dann ist sie ab hier wieder 0. Also ohne Zweifel ist dieser grüne, dieser scharfe Spalt, den wir tatsächlich bekommen, indem wir einen dünnen Schirm nehmen und sehr sauber eine Bohrung lochen, der ist ohne Zweifel durch eine andere Spaltfunktion gegeben als jetzt hier unsere Modellierung. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, wie zum Teufel soll ich denn ein solches Loch herstellen, das diese Gauss-Kurvenmodellierung hat? Denn im Prinzip können Sie ja dann noch beliebig weit weg sein von diesem vom Spaltmittelpunkt und es geht immer noch ein Teilchen durch. Und in der Tat können Sie so ein Loch können Sie nicht bohren, das ist völlig klar. Also dieser Spaltfunktion, die durch diese Exponentialfunktion gegeben ist, die sieht hier, wenn Sie von ganz fern gucken, würden Sie vielleicht denkt, naja, das ist so ungefähr dasselbe, da geht es irgendwie, da ist im Wesentlichen nichts, dann geht es hier massiv hoch und dann ist da wieder im Wesentlichen nichts. Aber es ist natürlich nicht der Spalt, den Sie in ein Material bohren können.
völlig klar. Aber, und das ist der Punkt, wir wollen ja hier eine Zahl berechnen. Ja, wir wollen hier eine Zahl berechnen. Und wir können als Näherung für diese Zahl, können wir durchaus mit verschiedenen Spaltfunktionen spielen, die vom Modellieren her dem echten Spalt sehr nahe kommen, aber eben nicht der echte Spalt sind, aber dafür einen anderen Vorteil haben. Zum Beispiel hier diese Exponentialfunktion, diese Gauss-Kurve, die würde sich natürlich hier als Faktor super machen. Da könnte ich nämlich diesen Faktor hier hinten reinziehen, da steht auch schon lauter Y-Quadratszeug. Das würde sich mit denen wunderschön verheiraten und wir hätten gewonnen, dass wir immer noch ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich haben und der ehemalige scharfe Schnitt der Kante, den haben wir jetzt hier hinten reingeschrieben. Und natürlich können Sie sich als Purist beschweren, können sagen, das ist nicht das Problem, wir haben ja das Problem geändert, weil wir so eine verrückte Spaltfunktion gemacht haben, aber häufig ist es, zumindest mal um eine theoretische Einsicht im Prinzip zu bekommen, geschickter so eine Näherung zu vollführen, um dann noch analytisch Informationen zu extrahieren, bei der Sie noch prinzipiell was lernen, weil Sie die Ausdrücke hinschreiben können, ist analytisch und vom Verständnis her dem vorzuziehen, dass Sie das exakte Problem berechnen, aber nur noch irgendwelche Lösungsscharen bekommen aus Ihrem Computer. Ja? Also wir gehen jetzt diesen zweiten Weg und wir modellieren die endliche Breite des Spaltes dadurch, dass wir so einen weichen Spalt haben. Ich nenne das jetzt mal S-weich und das Grüne da ist dann das S-hart, der harte mit den harten Kanten, S-hart. Und wir ersetzen einfach mal dieses S-hart durch S-weich und kriegen dadurch aber analytisch berechenbare Ausdrücke. Okay? Gut. Betrachte um mathematisch elementar rechnen zu können, einen durch S weich. Beschriebenen Spalt. Und damit bekommen wir das Objekt unserer Begierde hier. Wir starten bei, na, wir gehen bis zu x0 plus x zum Zeitpunkt groß t plus klein t. Das kriegen wir jetzt dann natürlich nur in einer, naja, ich nenne das mal eine Näherung. Es ist halt eine leicht andere Zahl. Aber nochmal schauen Sie sich das Bild von Weitem an. So viel anders kann es nicht sein. Wir kriegen dieses Objekt als Integral minus unendlich bis unendlich, viel einfacher zu berechnen, dy m durch 2pi i h quer Wurzel aus klein t mal groß t, das können Sie im Prinzip vor das gesamte Integral ziehen, mal exp. So, und jetzt sortieren wir gleich mal dieses Integral nach Potenzen in y hoch 0, also der Konstanten in y hoch 1 und y Quadrat. Okay. Und wir nehmen noch diesen S-Weichfaktor mit dazu. Wir fangen also einfach mal mit dem y hoch 0 Term an. Wo kommen die her? Die kommen natürlich aus dieser quadratischen Formel da. Gibt es ein x0 Quadrat durch t und ein x Quadrat durch t. Also 0. Ordnung haben wir im durch 2h quer x0 Quadrat durch groß t und wir kriegen auch noch einen Beitrag x Quadrat durch klein t. Das sind mit Sicherheit die Terme, in denen y gar nicht vorkommt. Aus unserem s weich, das ja auch noch davor steht, kommt ja nur ein y Quadrat. Das ist also dieser Term plus. Jetzt nehmen wir uns mal alle Terme zur Brust, in denen das y linear vorkommt. Naja, das ist natürlich hier aus dieser binomischen Formel jeweils immer der Mischterm. Da steht also eine 2 davor. Vorne steht aber im Faktor auch eine 2. Das heißt, wir schreiben jetzt nur noch im durch h quer, weil die 2, die da unten steht, schon aus diesem Mischterm kommt. Und dann steht da x0 durch t minus y durch klein t und alles, minus x durch klein t
Und all das hat auch noch einen Faktor y, den haben wir ja gerade anschauen wollen. Wir wollten auch anschauen, was alles linear in y ist. Stimmt es? Ich glaube, das stimmt. Okay, so, und dann schließlich wollen wir noch den Term plus. Jetzt wollen wir noch den Term, in dem die y zum Quadrat vorkommt. Und das ist auch ganz einfach. Das ist hier vorne im durch h quer, eigentlich durch 2h quer. Den lassen wir wieder als Vorfaktor da stehen. Und dann bekommen wir natürlich ein y-Quadrat durch groß T, also 1 durch groß T, weil ich das y-Quadrat gleich wieder hinten ausklammere. Ich kriege auch ein plus y-Quadrat durch klein t, also durch klein t. Wenn ich hier hinten das y-Quadrat ausklammere, müssten das diese Terme sein vom Beitrag hier. Aber ich habe ja auch noch da oben diesen Beitrag minus y-Quadrat durch 2b. Da kommt also hier ein Minus hin. Aber Sie sehen, die 2, die habe ich schon. Dann brauche ich also hier ein h quer, um das wieder wegzumachen. Denn da oben in diesem Spaltteil ist keine Spur von h quer. Wo soll es auch herkommen? Das ist ja einfach die klassische Geometrie. Ich muss aber auch wieder durch m teilen, denn das m kommt auch nicht vor. Und ich muss durch das i teilen, denn das i kommt auch nicht vor. Aber wenn ich das alles mache, dann steht dann am Schluss immer noch da 1 durch b. Okay? Und dann ist die gesamte Exponentialfunktion beendet. Ich habe also nichts anderes getan, als genau diesen Ausdruck genommen, mit dem s weich multipliziert per Gesetz für die e-Funktion und einfach geordnet in y hoch 0, y hoch 1 und y Quadrat Termen. Ganz einfach. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier so ein Gauss-Integral, klar, mit linearen und Nullterm da stehen, aber da kann ich ja eine Komplettierung des Quadrats oder sowas machen. Aber vor allem haben wir erreicht, dann ist ein Integral von minus unendlich bis plus endlich. Und hier wissen wir, das haben wir unter Kontrolle. Okay? Also das ist das Ziel hinter dieser Näherung. Und ja, darauf würde man durch Verzweiflung kommen, wenn man auf der einsamen Insel gestrandet ist und eben keinen Computer dabei hat. Ja, klar. Und damit können wir physikalische Informationen extrahieren. Okay, wunderbar. So, dieses Ding haben wir jetzt da. Und ja, und jetzt rechnen wir doch einfach mal dieses Integral aus. Okay? Aber bevor wir dieses Integral ausrechnen, betrachten wir mal noch, was wir eigentlich klassisch erwarten würden. Also das ist ja die Amplitude, wenn ich die absolute Betragsfreiheit kriege, kriege ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung hinten auf dem Schirm. Ja, ich muss einfach das Integral da ausrechnen. Und das ist dann natürlich das quantenmechanische Ergebnis. Und da erwarten wir ja alle Schweinereien. Aber es ist sehr instruktiv, sich zu überlegen, was eigentlich das klassische Ergebnis wäre, um dann das Quantenmechanische damit vergleichen zu können. Denn dadurch, dass wir jetzt eine endliche Spaltbreite haben und den Spalt auch noch als diesen weichen Spalt, der am Rand irgendwie weniger durchlässt als in der Mitte, das sehen Sie hier in dieser Gauss-Kurve, modellieren, was wäre denn, wenn wir klassisch, der Spalt ist ja so klassisch modelliert, was wäre denn das klassische Ergebnis, wenn auch die Teilchen klassisch fliegen würden? Das schauen wir uns noch kurz an, als kleinen Einschub. Und wenn wir das haben, beginnen wir mit der quantenmechanischen Rechnung und vergleichen mit dem klassisch zu erwartenden Ergebnis. Ja, wenn wir das nicht täten, dann wüssten wir vielleicht gar nicht, welcher Effekt jetzt von unserer weichen Spaltmodellierung kommt und welcher Effekt aus der Quantenmechanik kommt. Und das wäre natürlich ungeschickt. Klassisch zu erwartendes oder klassisch erwartetes Ergebnis bei Annahme eines weichen Spalts. Ja, wir malen uns einfach nochmal das Bild hin. Das ist wirklich sehr, sehr einfach natürlich. So, mal hier haben wir die Zeitachse. Ich betone das nochmal, das ist nicht die Raum, das ist die Zeitachse. Jetzt haben wir hier bei Zeitpunkt groß T, haben wir hier irgendwo unseren Spalt, also da geht das Teilchen durch den Spalt. Der Mittelpunkt des Spaltes, der ist x0. Und hier hinten haben wir irgendwo den Auffangschirm, den Detektorschirm. Zum Zeitpunkt groß T plus klein T soll dort der Einschlag erfolgen. Aber jetzt haben wir, wenn wir einen scharfen Spalt hätten, bei einem scharfen Spalt
würde ich jetzt hier starten. Ich erlaube mir jetzt hier an der Tafel das Bild noch mal ein bisschen hier runter zu schieben. Jetzt komme ich hier in die Bredouille. Also ich möchte im Prinzip das ist das gleiche Bild, also das ist bei x0. Bei einem scharfen Spalt könnte ich ja ein klassisches Teilchen hier entlang schießen, das gerade hier entlang schrammt, das würde dann hier einschlagen. Und ich könnte ein klassisches Teilchen gerade hier entlang schrammen lassen, das würde hier einschlagen. Und alle anderen klassischen Teilchen würden auf einer Geraden hier hochfliegen und irgendwo hier dazwischen einschlagen. Völlig klar. Und jetzt haben wir aber keinen solchen Spalt, sondern wir haben einen weichen Spalt genommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, oder nicht die Wahrscheinlichkeit, die Verteilung hinter dem Spalt sieht eher so aus. Und alles, was wir noch haben, ist, dass die Halbwertsbreite hier, die Halbwertsbreite von dieser Verteilung, die gibt eben hier gerade noch, die liegt genau dort, wo die harten Spaltenden stünden. Aber in Wirklichkeit will ich jetzt auch die klassischen Teilchen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, soll das dann auch hier landen. Und ist natürlich völlig klar, was passiert. Wenn Sie jetzt hier hochgehen, klassisch erwarten, wenn ich jetzt mal hier durch den Mittelpunkt des Spaltes gehe, den hier, das würde dann natürlich hier im Mittelpunkt zu liegen kommen. Und alles, was passieren würde, diese weiche Verteilung, wäre eine breitere weiche Verteilung, weil das eben hier auseinandergeht. Ja, das würden wir erwarten, richtig? Und also ist alles klassisch. Da wäre also dann die Halbwertsbreite irgendwie hier und dann würde das klassisch irgendwie so aussehen. Ja? Also soll immer noch die Höhe 1 haben, das ist ein bisschen schlechter. Aber das zieht sich auseinander, weil eben hier das so strahlenförmig auseinandergeht. Ja, ist klar, wenn ich hier irgendwie so und so viele habe, dann habe ich die nachher hier hinten und so weiter. Klar? Also dadurch, dass wir einen weichen Spalt haben, so wie wir bei einem harten Spalt, bei einer Spaltbreite 2b, da hinten einen größeren Einschlagsbereich haben, weil das so auseinander geht, so haben wir das natürlich auch bei einer Verteilung in dieser Form. Ja? Und das können wir jetzt auch genau ausrechnen, was da die jeweiligen Halbwertsbreiten sind, denn das ist ja rein durch die Spaltgeometrie gegeben. Also wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel, wo liegt denn dieser zentrale Einschlagpunkt, auch bei einer Verteilung, wo liegt denn da die Mitte? Naja, da muss ich ja mir nur diese mittlere Gerade hier anschauen und muss deren Steigung berechnen und muss die dann von hier bis hierhin extrapolieren, bis zu diesem Punkt. Gut, was ist die Steigung dieser mittleren Geraden? Naja gut, die ist x0 durch groß T. Ja? Also x0 durch groß T ist die Steigung dieser mittleren Geraden. Und wenn ich jetzt wissen will, wo abweichend von der x0-Höhe dieser Punkt hier liegt, wenn ich jetzt also diese Größe hier ausrechnen will, hätten wir mal x1 oder x, ja, x, ja, wie haben wir das eben genannt? X hatten wir es genannt, hinten auf dem Schirm, nennen wir es jetzt mal x', ja, diese Größe hier, das ist natürlich dann diese Steigung mal dieser Weg, aber dieser Weg ist einfach mal klein t. Also wir haben hier den x' klassisch ist gleich x0 durch groß T mal T. Das ist dieser von dem x0 gerechnet, die mittlere Einschlagshöhe. Ja. So, was wir jetzt auch gerne noch ausrechnen würden, wäre hier die Spaltbreite, nicht Spaltbreite, sondern die Hälfte der Streubreite. Man könnte auch sagen, es ist hier die Standardabweichung der Verteilung. Die würden wir auch gern ausrechnen, aber es geht natürlich auch rein geometrisch. Wir nehmen einfach jetzt hier die obere Kurve, also die hier. Aber wo liegt denn die? Die liegt bei x0 plus b, ja, hierhin. Wir teilen das durch t, also x0 plus b geteilt durch t. Das gibt diese Steigung. Jetzt muss man irgendwie höllisch aufpassen. Genau, ich will jetzt das und jetzt will ich das hier abziehen. Aber dann will ich wirklich das Ganze hier abziehen und das da abziehen. Das heißt, da muss ich multiplizieren mit klein t plus groß t minus. Naja, und jetzt ziehe ich wieder ab, wo ich hier in der Mitte lande. Das ist aber das Ding da oben. Das ist x0 durch groß t mal. Jetzt will ich aber hier die gesamte Strecke nehmen, weil ich diese ganze Länge von dieser ganzen Länge abziehen will.
Das ist dann mal klein t plus groß t. So, und das sollte eigentlich diese Größe b' klassisch hier geben, rein aus der Geometrie. Jetzt hoffe ich, dass ich mich hier nicht hoffnungslos verheddert habe. Ich habe x0 durch groß t, ich lasse das da mal gerade weg, mal t plus t minus x0 durch groß t mal t plus t. Es ist klar, dieser Teil geht gegen diesen ganzen Teil weg. Und alles, was dann übrig bleibt, ist b mal groß t durch groß t ist 1 plus klein t durch groß t. Gott sei Dank ist richtig, das ist das richtige Ergebnis. Okay, gut. Also, wenn Sie es zu Hause nochmal nachvollziehen wollen, Sie wollen einfach hier diese halbe Spreizbreite ausrechnen. Ob Sie das jetzt für den harten Spalt machen oder ob Sie das hier interpretieren als die Standardabweichung der Verteilung, ist das Gleiche. Auf jeden Fall sehen Sie, der neue Einschlagspunkt, der Schwerpunkt des Einschlags liegt hier und die neue Abweichung ist die Spaltbreite, also die neue halbe Abweichung, hier hinten die Hälfte dieser Spreizung, ist die Spaltbreite b, aber vergrößert, nämlich 1 plus, die Zeit, die Sie dem Teilchen hier hinten gegeben haben, geteilt durch die Zeit hier vorne. Das ist natürlich positiv. Und das ist genau diese Idee, das wird natürlich breiter. Das wäre das klassische Ergebnis. Können Sie interpretieren für den scharfen Spalt oder können Sie interpretieren für den weichen Spalt? Okay. Also wir erwarten klassisch da auch eine Verbreiterung, einfach weil, wenn Sie einen Fußball durch eine Torwand schießen und Sie haben da irgendwie ein Loch, das ein bisschen größer ist als der Fußball, dann wird das bei dem Loch vielleicht irgendwie so ein bisschen abweichen, aber wenn das dann weiter fliegt an die Wand, wird das natürlich weiter streuen als die Lochbreite. Das ist ja vollkommen klar. Aber nochmal dran denken, dass das kein räumliches Bild, sondern es ist ein Bild in der Zeit, gilt aber trotzdem. Denn ein klassisches Teilchen hat ja konstante Geschwindigkeit. Also warum fliegt das hier entlang einer Geraden? Ja, weil das in der Raumzeit natürlich gerade die freie Bewegung ist, eine Gerade. Ja. Okay? Ja. Warum ist es bei dem x' klassisch ein? Ein nur ein kleines t. Ja. Weil das, Sie meinen, weil hier nicht, warum hier nicht steht klein t plus groß t als Faktor? Ja. Wenn Sie da klein p plus groß t schreiben würden, dann bekämen Sie diese Länge zwischen meinen beiden Fingern. Na, dann würden Sie die Steigung nehmen, mal die gesamte Delta x. Ja. Aber wir wollen, wir hatten auch am Anfang in dem Setup diese x-Größe, wo ich auf dem Schirm einschlage, hatten wir als Abweichung vom Spaltmittel, von der Spaltmittelpunktshöhe genommen. Genau. Gut. Thank you.
Sehr gut, vielen Dank. So, also was wir tun wollen, ist die Amplitude unter Annahme eines weichen Spaltes auszurechnen. Ich hatte eben im Eifer des Gefechts geschrieben minus y² durch 2b, damit das da die Standardabweichung ist, muss hier aber stehen b². Sonst haben wir die Varianz da stehen. Also bitte hier in den folgenden Formeln, wo s weich vorkommt oder eingesetzt wurde, bitte 2b² schreiben. Und ich habe hier das Ergebnis schon dahingehend korrigiert. Also die Amplitude, die Wellenfunktion, wie wir das genannt haben, hinten auf dem Detektorschirm zum Zeitpunkt klein t plus groß t, ist durch diesen Ausdruck gegeben, dass das der Vorfaktor aus den Normierungen der einzelnen Propagatoren. Da haben wir die Exponentialfunktion von einem nullten Ordnungsterm in y, einem linearen Ordnungsterm in y, einem quadratischen Ordnungsterm in y. Und es ist jetzt ein mathematisches Faktum, dass ein Integral minus unendlich bis plus unendlich dy über exp von Alpha y Quadrat plus Beta y für durchaus komplexe Alpha und Beta, ja, für Alpha, Beta aus den komplexen Zahlen, aber mit der Einschränkung, dass der Realteil von Alpha kleiner 0 sein muss. Sie dürften also jetzt hier keinen ganz imaginären Anteil haben. Ist gleich, ja, und das können Sie ausrechnen, und da haben Sie das Standardergebnis, dass Sie hier haben, die Wurzel aus Pi durch Alpha. Dann kommt aber Minus davor, weil wir den Realteil auf Minus negativ gesetzt haben. Und dann haben Sie hier noch den Faktor exp minus Beta Quadrat durch 4 mal Alpha. Also Beta und Alpha durchaus komplex, aber mit der Einschränkung der Realteil von Alpha ist größer gleich 0. Also das kann man nachschlagen. Und jetzt ist klar, dass das obige Integral von der Form ist. Da gibt es zwar noch einen nullten Ordnungsterm, aber den sieht die Integrationsvariable überhaupt nicht. Das ist hier ein Term, der als reiner Faktor nach vorne geht, wegen exp hoch Summe ist gleich das Produkt der Exponentialfunktionen. Wir können also gleich hier unseren Ausdruck hier weiterschreiben. Ja, aber da hatte ich auch das i unten stehen. Und dadurch, dass das i hochwandert, wird dieses Minus zum Plus. Sehr gut gesehen, aber es ist doch trotzdem korrekt. Okay, ja gut, jetzt wollen wir das irgendwie einsetzen. Sie sehen, das ist jetzt reine Fleißarbeit. Ich ziehe einfach mal diesen Term da vorne raus. Das ist also x im durch 2h quer mal x0 Quadrat durch t plus x Quadrat durch klein t, der wird bestimmt vom Integral nicht gesehen und steht dann vorne dran. Dann kommt das Integral, das sowieso diesen Faktor hat, aber auch dieser Faktor wird ja von der Integration überhaupt nicht gesehen. Da kommt dann also ein Faktor m durch 2 pi i h quer mal der Wurzel aus klein t und groß t, auch das ist nach vorne rausgezogen. Und tatsächlich, was übrig bleibt, ist ein Integral von minus unendlich bis unendlich, hier e hoch Beta mal y, das heißt dieser Ausdruck hier ist Beta, und plus diesen Ausdruck hier, dieser Ausdruck ist Alpha. Ja. Und gut, das setzen wir jetzt ein. Also entsteht hier die Wurzel aus minus Pi durch Alpha. Wurzel aus minus Pi durch. Und Sie sehen schon, das wird jetzt ganz arge Fleiß-Einsetzarbeit. Ich schreibe einfach nur nochmal diesen Ausdruck hin mit Alpha. Und dann eben Exponentialfunktion minus Beta Quadrat, das Beta ist dieses runde Teil zum Quadrat, durch 4 wiederum unser knalliges Alpha.
Das setze ich jetzt nicht von Hand ein. Das können Sie alle selbst. Und ja, Punkt. Das ist die Amplitude, die da rauskommt. Und so einen Term kann man jetzt verschönern, denn hier steht ja Pi durch eine komplexe Zahl. Sie sehen das Alpha hier. Das Alpha, das ist in diesem Teil hier imaginär, weil das I davor steht, hat aber auch einen Realanteil, weil hier I mal I steht, ist natürlich dann der Realteil davon. Sie haben also hier irgendwas durch komplexe Zahl und Sie wissen, wie Sie etwas durch komplexe Zahl auf die Form A plus IB bringen, also auf die, na, auf den Realteil plus I mal Imaginärteil. Und genau dasselbe gilt hier hinten drin. Also Sie können diese Ausdrücke auf Standardform bringen. Das könnten wir jetzt tun, das können Sie selbst, da liegt keine weitere Erkenntnis drin. Und was dann rauskommt, sehen Sie. Was uns jetzt tatsächlich interessiert, ist die Extraktion der Verteilung der Teilchen hinten auf dem Detektorschirm. Ja. Aus dieser Amplitude berechnet man nun die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Einschläge auf dem Detektorschirm. Und zwar wissen wir, dass diese Wahrscheinlichkeitsverteilung bei x0 plus x zu landen, die ist gegeben als das absolute Betragsquadrat unserer Wellenfunktion. Ja, Sie können noch spezifizieren, zu welchem Zeitpunkt, aber das ist einfach diese totale Zeit, das hier zum Quadrat. Und wenn Sie das ausrechnen, müssen Sie natürlich hier oben dieses Ding absolut quadrieren. Sie sehen schon das Schicksal dieses Terms hier. E hoch I mal was Reelles liegt natürlich auf dem komplexen Einheitskreis. Und es ist hier im Produkt gegeben mit dem anderen Rest. Das hier gibt einen Beitrag Faktor 1 zur Amplitude. Das heißt, das sehe ich gar nicht mehr. Hier haben Sie irgendwas durch I, das müssen Sie in realen Imaginärteil verwandeln. Und da wissen Sie, wie man das absolute Betragsquadrat bekommt, nämlich als Realteilquadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Geht immer produktweise. Das gleiche hier, das gleiche hier. Also man berechnet einfach das absolute Betragsquadrat, das können Sie alle, das ist ganz elementare Mathematik. Und wenn Sie das fleißig tun, wir müssen jetzt hier irgendwie mindestens eine Tafel bei Kleinschreiben rechnen, dann kommt allerdings folgendes Ergebnis raus und das interessiert uns in Wirklichkeit. Wir bekommen m, Masse des Teilchens, durch 2 Pi h quer mal die Zeit bis zum ersten Schirm mal die Größe b, das ist die Spaltbreite, die halbe Spaltbreite, geteilt durch eine Größe, die ich Ihnen gleich definiere, beziehungsweise ausschreibe, das nenne ich b quantenmechanisch Strich. Das Strich ist keine Ableitung, das einfach bedeutet nur, es ist eine andere Größe, mal Exponentialfunktion von minus x minus. Und jetzt führe ich Ihnen noch eine neue Größe ein, die mache ich mal gelb, den nenne ich V0 mal t geteilt durch dieses neu zu definierende B' quantenmechanisch zum Quadrat, wohl mit Faktor 2, wenn ich hier vergessen habe, aber der muss wohl hin, durch zweimal dieses Ding, geschweifte Klammer zu. So, behaupte, das kommt am Schluss raus. Und wobei, B war die Spaltbreite und dieses B-quantenmechanisch, also es kommt einfach aus der Rechnung raus, dass ich das jetzt hier so einsetze, einfach um den Ausdruck kürzer zu schreiben. Das ist unser B-klassisch. Sie erinnern sich, wir hatten diese Aufspreizung, wie sie auf dem Detektorschirm erscheint, als B-klassisch beschrieben. Das war gegeben durch die Spaltbreite. Also die quantenmechanische Aufspreizung, die Sie sehen, ist die klassische Aufspreizung, aber nicht exakt, sondern plus eine Korrektur.
Und zwar plus eine Korrektur h quer Quadrat durch Teilchenmasse zum Quadrat mal die Zeit vom Detektorschirm zum vom Spaltschirm zum Detektorschirm zum Quadrat geteilt durch, ja genau, geteilt durch die ursprüngliche Spaltbreite. So sieht es aus. Und ja, dieses Ergebnis werden wir jetzt, ah, das V0 muss ich Ihnen auch noch angeben. Da habe ich auch diese Abkürzung V0 benutzt. Und V0 soll einfach sein, die Abweichung, das war, Moment, V0 ist, wo Sie hingehen, vom Schirm. Das ist also X0 geteilt durch Groß T. Genau. Genau. Das sind einfach nur Abkürzungen, die ich eingeführt habe, weil dann die Formel hübsch aussieht und man die jetzt auch gleich interpretieren kann. Aber dass diese Terme da so vorkommen, das folgt einfach aus unserem Absolutbetragskriterium. Okay. So, wir können jetzt dieses Ergebnis einmalen, und zwar im Vergleich zum klassischen Ergebnis. Also Vergleich quantenmechanisches und klassisches. Ja, klein schreiben, quantenmechanisches und klassisches Ergebnis. Okay. Richtig, und das ist nämlich die Wahrscheinlichkeitsverteilung bei x0 plus x, die dahinter steht. Genau, genau sieht es aus. Also das klassische Ergebnis war ja irgendwie gewesen, also wenn wir jetzt auf den Detektorschirm gehen, waren wir da ja gelandet hier bei x-klassisch. Und da hatten wir, auch wenn wir einen weichen Spalt hatten, hatte da unsere Verteilung von dem, was hinten aufkommt, diese Form. Allerdings auch mit einer Halbwertsbreite, also etwa dieser Halbwertsbreite, die wir B-klassisch genannt hatten. Keine Frage, wenn ich hier ziele durch einen Spalt und gehe dann wieder bis hinten an die Wand, dann ist an der Wand natürlich die Streuung größer als die Spaltbreite. Das ist dieses B-klassisch. Wenn Sie sich jetzt diesen Ausdruck hier oben angucken, dann stellen Sie fest, dieses V0 als x0 durch t, das bringt Sie genau zu dem gleichen x-klassisch. Das heißt, x-quantenmechanisch liegt auch hier. Das heißt, auch quantenmechanisch bei der Interpretation dieser Formel bekommen Sie eine Gauss-Verteilung. Das sehen Sie, das ist x. Ach, das stimmt, das muss ja hier noch zum Quadrat. Aha. Hier muss natürlich, Entschuldigung, hier muss natürlich ein Quadrat stehen. Alles andere macht keinen Sinn. Das ist also wieder eine Gauss-Verteilung. Und die liegt genauso mit ihrem Maximum bei diesem x-klassisch. Nur ihre Halbwertsbreite ist jetzt b-quantenmechanisch zum Quadrat. Aber b-quantenmechanisch zum Quadrat haben wir erkannt als b-klassisch plus diesen Korrekturterm. Das heißt, unser quantenmechanisches Ergebnis hat auch hier das Maximum, ja, mit vielleicht einem anderen Faktor vorne dran. Wie sieht der aus? Gut, wild, das kommt immer ganz drauf an. Ich male das jetzt mal hier im Prinzip ein, aber vor allem ist es eine breitere Verteilung. Ja, also die Halbwertshöhe, die ist größer. Das ist dieses B-quantenmechanisch. Das heißt, klassisch ergibt sich natürlich schon eine Verbreiterung, ganz klar, aber quantenmechanisch wird die nochmal aufgeweitet. Und warum ist das eine quantenmechanische Aufweitung? Ich kann sagen, ja, ich habe eine quantenmechanische Rechnung gemacht, also ist auch das Ergebnis quantenmechanisch. Aber man sollte das natürlich immer in den Grenzfällen angucken. Also wenn ich das nochmal hinschreibe, ich hatte B-quantenmechanisch als B-klassisch plus h quer Quadrat durch m Quadrat mal die Zeit zum zweiten Schirm zum Quadrat durch b Quadrat. Also das ist die klassische Verbreiterung und jetzt steht hier ein Plus. Und hier stehen nur Quadrate von sowieso positiven Größen. Das heißt, die klassische Verbreiterung am Schirm, ja, ist nochmal erhöht. Tatsächlich plus, ja, erhöht.
Um was denn? Ja, um einen quantenmechanischen Term. Denn dieser Term hier, der schreit quantenmechanisch, ja, quantenmechanischer Effekt. Denn da steht das H quer. Ein Schnellschluss, den ich nicht befürworte, wäre H quer gegen 0 ist klassische Mechanik, also fällt der weg in der klassischen Mechanik. Das ist ein gefährlicher Fehlschluss, das zu lesen. Das wäre zwar hier vom Ergebnis her korrekt, aber H quer ist eine Naturkonstante. Sie können nicht die Natur im Grenzwert betrachten, einer anderen Natur, das macht nicht besonders viel Sinn. H quer ist eine Naturkonstante, was hier steht, ist durch m Quadrat. Das heißt, für immer größere Teilchenmassen, wird dieser Term immer unbedeutender und sie kommen zur klassischen Spreizung. Also wenn ich so einen Spalt dahin mache, oder so einen, ja, und ich schieße eine Gewehrkugel durch, die hat eine ziemlich große Masse gegenüber dem Elektron. Das Elektron würde da durchgehen und würde hinten auf dem Schirm relativ weit aufspreizen, weil hier h quer durch die ganz kleine Elektronenmasse zum Quadrat steht. Während bei dem gleichen Spalt, also alles andere gleich, ist die die Masse der Gewehrkugel ist viel, viel größer. Warum habe ich das auch? Beim Elektron ist die Aufweitung weit, genau. Und die Masse der Gewehrkugel ist viel, viel größer. Und deswegen werden Sie bei der Gewehrkugel, wenn Sie da schießen, werden Sie ziemlich genau die klassische Spreizung sehen. Die wird zwar leicht erhöht sein, aber so unwesentlich, dass Sie das gar nicht detektieren können. Weil die Gewehrkugelmasse so groß ist. Und deswegen funktioniert das für Scharfschützen, funktioniert natürlich die klassische Mechanik, aber die Gewehrkugel hat auch eine Masse. Also eigentlich wird auch die Gewehrkugel ein bisschen abgelenkt. Okay, also spreizt weiter auf hinten der Einschläge, aber halt so unwesentlich, weil die Masse so groß ist. Das ist die richtige Art und Weise, das klassische Limit zu betrachten. Das ist nicht das Limit einer anderen Welt, eines anderen Universums, ja, sondern es ist das Limit, im gleichen Universum hohe Massen zu nehmen. Und so muss es ja auch sein. Wir müssen irgendwie erklären, warum jetzt der Kreideflug immer noch die Parabel ist und so weiter, ja, und die Gewehrkugel. Das hängt tatsächlich nur an der Teilchenmasse, also der quantenmechanische Effekt, so ein klassischer Grenzfall, also H quer gegen 0, davon wollen wir überhaupt nicht reden, das ist so ein Schnellschuss. Der klassische Grenzfall besteht in M, in M geht hoch. Ja, können das natürlich irgendwelchen Faktoren da ausdrücken. Ne? Also deswegen handelt es sich um einen quantenmechanischen Effekt und natürlich, weil das H quer indiziert, ohne Quantenmechanik wäre gar kein H quer in der Rechnung, aber bitte nicht auf Null setzen, das ist zu schnell gedacht. Und ja, Sie sehen aber auch hier, dass der Effekt auch nur dann groß ist, wenn die Spaltbreite klein ist. Also für einen wirklichen ganz, 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 also für gegebene, jetzt eben haben wir die Spaltgeometrie festgehalten, haben jetzt immer größere Massen durchgeschickt, dann nähert sich das stark dem B' klassisch an. Das gleiche ist, wenn Sie für die gleiche Teilchensorte, sagen wir Elektronen oder sagen wir Gewehrkugeln, was auch immer, das fixieren Sie, ist klar, der Effekt wird auch nur dann groß, wenn die Spaltbreite klein ist. Ja? Also Effekt dieses Terms, ja, groß für kleine Spaltbreiten. Das erklärt auch wieder, wenn Sie jetzt ein Scheunentor nehmen und schießen da Elektronen durch, dann ist die Aufspreizung auch im Vergleich zum klassischen sehr, sehr klein. Da hat zwar das Elektron eine sehr kleine Masse, und dadurch wird dieser Term groß, aber durch das Scheunentor machen Sie diesen Term wieder sehr, sehr klein. Ja. Also Sie können ja natürlich immer nur eins festhalten. Das heißt, im Experiment sehen Sie wohl die Schärfe, den größten Effekt, wenn Sie das messen wollen, wenn Sie so massearme Teilchen wie möglich nehmen, zum Beispiel Elektronen, die können Sie auch nicht gut beschleunigen, und dann aber auch wirklich kleine Spalte nehmen. Für große Spalte, der Effekt ist nicht weg, aber er ist sehr, sehr klein. Kann ich die Spalte auch so klein machen, dass die Teilchen nicht mehr durch, also ich meine, dass sie nicht mehr durchkommen? Ja, gibt es dann da irgendwie eigene Elektronen? Ja, so ein Elektron, der Punkt ist, unsere Teilchen, wir haben ja hier die Amplitude ausgerechnet über die Berechnung der klassischen Wirkungen für alle Pfade. Und in der klassischen Wirkung für alle Wege ist das Teilchen ja ein Punktteilchen. Das heißt, der Spalt kann beliebig klein sein, solange er nicht zu ist. Also ein Punktteilchen kommt ja überall noch durch. Ja. Also insofern wäre es schwierig, Spalte herzustellen, die zu klein sind, damit das Teilchen durchkommt.
kann man natürlich sagen, ja, aber wie ist denn das, aber Teilchen, die haben doch irgendwie eine Ausdehnung. Ja, was heißt das? Was heißt das? Na, man kann zum Beispiel von der de Broglie-Wellenlänge reden, aber die hängt dann auch wieder zusammen mit dem Impuls des Teilchens. Ja, also für verschiedene Impulse können Sie dem Teilchen verschiedene Wellenlängen zuordnen. Und dann können Sie wieder in einer heuristischen Art und Weise von der Ausdehnung des Teilchens reden, als so ungefähr Größenordnung der de Broglie-Wellenlänge. Solche Sachen kann man alle sagen, aber wie rechnet man jetzt damit? Ja. Und tatsächlich ist es hier so, Sie sehen die Formel, wir hatten keine Annahmen machen müssen, außer dass B positiv ist. Also für beliebig kleine, aber nicht verschwindende Spaltbreiten sollte diese Formel gelten. Okay, gut. Ja, also nochmal, Vergleich wäre zum Beispiel, vergleiche Elektronen durch engen Spalt. Starker Effekt, starke Abweichung von klassischem Einschlagsmuster. Versus Fußball durch Torwandloch. Also. Also da ein Loch und da ein Loch und dann muss man da irgendwie durchschießen im Sportstudio. Ja? Und das Loch ist vielleicht doppelt so groß wie der Fußball selbst oder so irgendwas vom Durchmesser. Muss man aber erstmal treffen. Aber wenn Sie dahinter natürlich einen Schirm aufstellen, dann würden Sie sagen, Moment, das ist ganz geometrisch, gerade Linien, das sind die Einschläge. Das ist aber nur, weil das Loch ziemlich groß ist für den Fußball und weil die Masse des Fußballs auch ziemlich groß ist, deswegen wird dieser Term ziemlich klein. Da sehen Sie also kaum eine Abweichung im ARD oder wo immer das läuft, Sportstudio, ja, durch das Schießen von Fußbällen, obwohl Sie den Fußball und das ganze Problem vollständig quantenmechanisch beschreiben. Und das ist also toll. Ne? Also man muss nicht immer diese Quantenwelt in die klassische Welt, es gibt nur die Quantenwelt. Und das ist deswegen funktioniert die Newtonsche Theorie, denn da haben wir ganz andere Begriffe, keine Wahrscheinlichkeitsamplituden, sondern Trajektorien und so weiter. Und diese völlig anderen Begriffe funktionieren super für große Massen und für kleine Massen überhaupt nicht mehr. Ja, aber unsere Rechnung für kleine Massen gilt natürlich auch für große Massen. Das hätten wir ja irgendwie den Bock zum Gärtner gemacht. Ja. Okay. Also und das ist vernachlässigbarer Effekt. Wobei vernachlässigbar natürlich immer davon abhängt, wie genau Sie messen, aber messbarer Effekt. Gut, ja, und damit haben wir tatsächlich, wenn Sie sich erinnern, wir hatten am Anfang, als ich Ihnen den Einfachspalt vorgestellt habe, den oberen Spalt, den unteren Spalt, habe ich Ihnen auch ungefähr solche Einschlagskurven hingemalt. Jetzt wissen wir aber, die sind halt auch breiter als was wir klassisch bekommen würden. Ja, das hat also gestimmt. So, wenn wir uns das so angucken, dann sehen wir also, wir haben beim Einfachspalt gar kein Interferenzmuster. Wir haben eine Aufweitung, aber wir haben kein Interferenzmuster. Das haben wir gerade ausgerechnet. Und jetzt runzeln schon einige die Stirn. Richtig, wenn Sie es im Experiment machen, sehen Sie ein Interferenzmuster. Was ist denn jetzt los? Ist die Quantenmechanik doch nicht gut genug? Haben wir was vergessen? Haben wir falsch gerechnet? Was ist das Problem? So, also im Prinzip alles schick. Aber Anfängerpraktikumsexperiment, ja. Ergibt eher so eine Verteilung. Also das ist die, von der wir da gerade gesprochen haben, angeblich. Und das Experiment ergibt dann aber sowas. Und wie Sie jetzt aber sehen, kommen wir hier auch nicht unbedingt ganz runter. Es ist also keine vollständige Interferenz da, auslöschende. Und es schwankt aber so ein bisschen. Und wenn man das sich dann natürlich so anguckt als Intensitätsbild oder Häufigkeitsbild,
dann sieht das vielleicht so aus. Also die Idee ist, hier ist irgendwie viel und dann sieht es aber so aus, da ist schon irgendwie mehr und weniger und mehr und weniger. Das entspricht hier diesen Wellen. Sowas sieht man im Experiment und man ist natürlich versucht zu sagen, aha, Interferenz am Einfachspalt. Wo kommt es her und warum zum Teufel hat unsere Rechnung das nicht geliefert? Nehmen wir mal an, wir haben quantenmechanisch alles richtig gemacht. Insbesondere soll das ja, wenn wir das jetzt mit dem Doppelspalt machen, ein Test dafür sein, ob unser Amplitudenpostulat E hoch I klassische Wirkung durch H quer, ob das überhaupt die Effekte erzeugt. Das habe ich Ihnen ja noch nicht nachgewiesen. Ich habe Ihnen zwar die Schrödinger-Gleichung hergeleitet und so weiter, aber alles unter diesem Postulat, dass die Elementaramplitude E hoch I klassische Wirkung durch H quer ist. Für jeden einzelnen Weg. Also das sollte besser funktionieren und sieht irgendwie so aus, als hätten wir da irgendwelche Effekte vergessen. Was haben wir noch gemacht in unserer Rechnung, um auf diese Kurve da oben zu kommen? Sind wir von der Originalrechnung abgewichen? Ja, denn wo? Beim Spalt. Wir haben einen weichen Spalt modelliert und wir hätten in der Tat einen scharfen oder harten, hier habe ich einen scharfen Spalt. Also da ist unser Ergebnis für den weichen Spalt, den es ja so gar nicht gibt. Ja, Sie können kein Loch bohren, wo dann an den Rändern immer weniger im Sinne einer Gausskurve durchgelassen wird, sogar bis unendlich halt nur stark unterdrückt. So ein Loch können Sie ja nicht bohren. Ja. Es müsste irgendwie ein Loch sein, wo das Material irgendwie dünner wird oder so. Also, aber dann geht es ja auch nicht durch. Ja. Also so einen weichen Spalt gibt es ja eigentlich nicht. Und tatsächlich kommen diese Effekte hier, diese Kurve hier, das ist tatsächlich ein Effekt vom harten Spalt. Effekt aufgrund eines harten Spalts. Und wie stark der Effekt ist, das hängt auch wieder ab von, das hängt ab vom Verhältnis unseres B-Quantenmechanisch zum B-Klassisch. Ja, und da kann man sich nochmal angucken, wovon dieser Unterschied abhängt. Das muss ich sogar selbst spitzen, das habe ich auch gerade wieder nicht im Kopf. Das B-Quantenmechanisch zu... Wo ist denn nur? Verrutscht. Ah ja. Das hängt von den verschiedenen Laufzeiten ab, also wie viel Zeit Sie da und da geben. Und davon hängt es ab. Es kommt an auf die Anfangsgeschwindigkeit, mit der Sie die Elektronen losschießen und so weiter. Und da kriegen Sie für bestimmte Bereiche, auch für Elektronen und spaltgebender Breite, kriegen Sie ziemlich genau diese Gauss-Kurve. Da sehen Sie keinen großen Unterschied. Also zumindest mal in dem mittleren Bereich. Aber für bestimmte Werte kriegen Sie tatsächlich diese kleinen Wellenmuster. Aber das ist halt wirklich, die kommen hier zustande aufgrund des harten Spalts, der aber die Realität ist. Und deswegen sehen Sie das auch im Experiment. Aber das ist nicht konstruktive und destruktive Interferenz im engeren Sinne. Das heißt, je nachdem, wie Sie das Experiment machen, sehen Sie tatsächlich ziemlich genau solche Kurven, wie ich die am Anfang hingemalt habe. Also man muss immer aufpassen. Man kann nicht gleich, wenn da irgendwas wackelt oder so, sagen, das ist jetzt die positive oder die negative Interferenz. Und denken Sie dran, es gibt natürlich dieses Bild mit dem Einfachspalt und mit den Wellen, die da irgendwie per Huygens-Prinzip und so weiter. Aber das ist ja nur ein Vergleich, nur ein Bild. Wir wissen, das Teilchen ist weder Punktteilchen mit einer Trajektorie, noch ist es eine Welle. Kommt mir ganz darauf an, ob ich jetzt exklusive Interferenz oder interferierende Interferenz habe. Diese Unterscheidungen in dem Pfadintegralformalismus, die lösen quasi diesen Welle-Teilchen-Dualismus auf. Wir haben immer Amplituden, die gehen über alle Wege. Da gibt es nicht einmal eine Welle und einmal ein Teilchen, wie es uns gerade passt oder wie gerade das Problem das angibt, sondern wir haben das einmal ordentlich durchgerechnet und die Abweichung vom Ergebnis im Experiment hängt allein daran, dass wir unseren Spalt weich modelliert haben. Aber wie Sie sehen, bekommen wir für den weich modellierten Spalt einen sehr schönen analytischen Ausdruck dafür, wie in dem Problem bei Erhöhung der Masse oder bei Verringerung der Spaltbreite wie da die Effekte laufen. Und selbstverständlich ist das hier unten, wenn Sie das hier mit diesen Fresnel-Integralen rechnen, da steckt natürlich diese Information auch drin. Aber dann müssen Sie anfangen, irgendwelche Kurvenscharen zu malen. Für den Effekt, für die Größe, dieses Verhältnis dieser Größen liegt die Kurve so und da liegt sie so. Da können Sie das im Prinzip auch alles ablesen, aber natürlich nicht in dieser eleganten Form. Also nochmal, wir haben hier eine
theoretische, leichte Veränderung des ursprünglichen Problems vorgenommen, um aber sehr genau analytisch zu sehen, was passiert. Und das ist auch das, was qualitativ in der Natur passiert. Okay? Gut, gibt es noch Fragen bis dorthin? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann kommt jetzt noch eine Bemerkung zur Unschärfe. Zur sogenannten Unschärfe-Relation. Also die Unschärferelation werden wir in extenso betrachten, sobald wir den Operatorformalismus haben. Aber sie ist natürlich auch hier am Werke. Und die grundlegende Aussage der Unschärferelation ist, je genauer eine, und ich schreibe das schon mal in Anführungszeichen, Observable, denn Sie kennen bis jetzt den Begriff Observable nur im klassischen Sinne. Ein Observable ist eine glatte Funktion auf dem Phasenraum, also auf dem Kotangentialbündel zum Beispiel. Je genauer eine Observable bekannt ist, desto weniger genau kann die konjugierte Observable die dazu konjugierte Observable bekannt sein. So. Das ist so eine Art Formulierung der, okay. Das ist so eine Art Formulierung dieser unscharfe Relation. Aber was genau soll das bedeuten? Warum schreibe ich Observable in Anführungszeichen? Das ist eine konjugierte Observable. Und in unserem Beispiel, unser Einfachspaltbeispiel, zeigt dies für das Observablenpaar Ort, und zwar der vertikale Ort, wir haben ja sonst gar keinen, also wo ich gerade auf welcher Höhe ich mit dem Teilchen bin, für einen vertikalen Ort und vertikalen Impuls. Also Ort und Impuls sind zum Beispiel konjugierte Variablen, das kennen Sie aus der klassischen Mechanik. Aber im Allgemeinen können Sie über die Poisson-Klammer sind zwei Observablen konjugiert, wenn Ihre Poisson-Klammer 1 ist. Okay, wie sieht man das? Da brauche ich nur das Bild hinzumalen. Also wir haben hier unsere Elektronenkanone. Ich male jetzt mal nochmal das räumliche Bild zur besseren Illustration. Wir haben hier den Spalt und da den Auffangschirm. Und Sie sehen klassisch, wenn ich hier quasi punktförmig starte, dieses Bild hier, dann kriegen Sie hier diese Aufspreizung. Ob Sie das jetzt mit dem weichen oder mit dem harten Spalt machen, ist egal. Sie kriegen diese Aufspreizung. Aber quantenmechanisch, Sie wissen, Sie laufen durch diesen Spalt, aber quantenmechanisch kriegen Sie halt nun mal eine größere Aufspreizung, als sie klassisch erlaubt ist. Also das ist B' quantenmechanisch und das da ist B' klassisch. Aha. So, jetzt kann man das natürlich in vielerlei Form interpretieren. Insofern ist es hier keine Herleitung der unscharfen Relation, sondern eher eine Illustration. Was weiß ich denn über diese Teilchenposition hier am Schirm? Also wir richten jetzt unsere Betrachtung auf diesen, ja, wenn Sie das wieder in diesem Ortszeitdiagramm machen, können Sie ja sagen, zu diesem Zeitpunkt, aber wir gucken jetzt mal, was hier los ist. Sie wissen genau, wenn das Teilchen hinten überhaupt einschlägt, muss es irgendwo hier gewesen sein. Aber wenn es irgendwo dort gewesen war, wo diese geschweifte Klammer, was diese geschweifte Klammer anzeigt, haben Sie natürlich eine relativ genaue, zumindest so genau wie die doppelte Spaltbreite angibt, Kenntnis über einen Ort, an dem dieses Teilchen war. Also das ist unbestreitbar. Und wir wissen jetzt aber auch schon von unserer Rechnung eben, was passiert, wenn ich diesen Ort
genauer bestimme, wenn ich also eine kleinere Spaltbreite mache, was passiert hinten mit meinem B-Quantenmechanisch? Es wird riesig. Ja, es wird riesig, genau. Ne? Das klassisch wird zwar kleiner, aber das B-Quantenmechanisch wird größer. Das heißt, das wird insgesamt, können Sie ausrechnen, wird das insgesamt sehr viel größer. Das heißt also als erster Schritt der Beobachtung, je genauer Sie hier den Ort bestimmen, desto ungenauer wird er nachher am Schirm sein. Ja? Diesen Effekt haben Sie. Aber jetzt die Frage, wie interpretiert man das? Man könnte, das ist jetzt so ein bisschen Heuristik, und deswegen machen wir das nachher auch mit Operatormethoden, da wissen wir genau, was passiert. Es geht mir jetzt um das Gefühl dafür. Für eine gegebene Spaltbreite, wie kann es denn sein, dass ein Teilchen, das hier durchfliegt, plötzlich hier hinten dort landet? Wenn ich das klassisch interpretieren würde, müsste ich ja sagen, das Teilchen kriegt hier nochmal so einen extra Kick in der Richtung, beziehungsweise hier kann das Teilchen möglicherweise nochmal einen extra Kick in der Richtung geben. Das heißt, diese Geraden, die knicken plötzlich ab, weil es noch so einen Zusatzkick gibt. Das machen die nicht immer. Es gibt also mehr so eine Art extra Zufallsvariable, der das aber so nach außen noch abknicken lässt. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn hier jetzt eine Tür ist und ich gehe da geradeaus durch, dann kann ich hier schön geradeaus durchgehen, klassisch. Aber quantenmechanisch gehe ich da durch und dann kann es halt durchaus sein, dass ich irgendwie so da durchgehe und mit meistens da so in die Mitte, deswegen gibt es da dieses schöne Gauss-Muster. Aber es kann auch sein, dass ich da haarscharf nach da hinten anpeile und dann trotzdem noch nach hier abgelenkt werde. Das kann halt einfach passieren. Okay? Und ja, jetzt kann man sagen, ja, aber hier vergleicht man die Äpfel mit Birnen, hier vergleicht man irgendwie die Position hier mit der Position da hinten. Ja, aber wenn ich das hier auf diese gelbe, auf diesen gelben Moment beziehen will, kann ich ja sagen, naja, ich habe hier den Ort ziemlich genau gemessen, nämlich so weit, wie diese Spaltbreite angibt. Aber was dann unscharf wird, ist der Impuls des Teilchens oder die Geschwindigkeit. Ja? Man kann sich überlegen, wie man diese Geschwindigkeit da ändern muss. Und dazu muss man sich diese Abweichung da oben angucken. Und die ist halt proportional zu t² plus b², das ist eine quadratische Formel. Wenn ich mir jetzt eine Geschwindigkeitsänderung, also das ist dieses Delta V, das ist hier so dieser Extra-Kick, den ich kriege. Es geht mir nur um die vertikale Geschwindigkeitskomponente. Ja. Diesen Extra-Kick, den ich da bekomme. Wie muss ich den wählen, damit ich, wenn ich hier wieder die Zeit, also das Bild sollte wirklich hier eine Zeitachse sein, wenn ich jetzt hier wieder die Zeit t vorgebe, wie kann das sein, dass ich da entsprechend abweichen kann? Daraus muss Delta V gleich h quer durch mb gewählt werden. Durch Vergleich mit dieser obigen Formel. Ja? Damit ich durch Delta V mal t genau hier diesen Unterschied bekomme, also diesen Extra-Term. Denken Sie, dass ich immer noch die Wurzel überall ziehen muss, um die Längen zu bekommen. Das ist ja immer schon Längenquadrat. Und das ist aber das Gleiche wie, wenn Sie irgendwie in kartesischen Koordinaten sind und eine Standardwirkung haben, tralala, wie Delta P, also der Impuls, ist ja M mal V, gleich H quer durch B. Ja? Also für unser Experiment muss man annehmen, dass es noch so einen extra Impuls gibt, einen Zusatzimpuls, der mit kleiner werdenden Spaltbreite immer größer wird, damit da oben dieser Ausdruck H quer Quadrat durch B Quadrat erzeugt werden kann. Ja? Und wenn man dann diesen Ausdruck nimmt und spaßeshalber mal ausrechnet, was ist denn eigentlich Delta X, wobei wir mit X natürlich hier die Abweichung von diesem Mittelpunkt meinen, aber da gibt es ja dann auch so eine Delta X Zusatzabweichung gegenüber dem klassischen. Wenn ich jetzt ausrechne Delta X mal Delta P, also das Produkt dieser Standardabweichung dieser Größe nehme, dann gibt es hier in unserem Beispiel mit unserem weichen Spalt gerechnet, ja, das Delta X ist ja gerade das, Entschuldigung, das ist natürlich totaler Quatsch, Entschuldigung, ich wollte das ja alles auf hier beziehen, das Delta X ist natürlich hier die Möglichkeit nach oben oder unten abzuweichen, das wäre natürlich 2b mal h quer durch b und da sehen Sie, das ist 2h quer. Jetzt sollte man diese 2h quer nicht so ernst nehmen. Alles, was Sie sehen, ist, dass das Produkt von Ortsunschärfe hier
und Impulsunschärfe, die dadurch kommt, das Produkt ist konstant und ist durch H-Quer kontrolliert. Und wir werden in der Tat feststellen, dass die echte Unschärferelation, die wir hier nicht ablesen können, weil wir einen weichen Spalt genommen haben, weil wir hier heuristisch interpretieren, was meinen wir eigentlich, wie interpretieren wir das und so weiter und so fort. Ja, das ist alles ein bisschen gut gemeint und schlecht hingeschrieben, aber es gibt uns trotzdem ein Gefühl. Die echte Unschärferelation wäre die Standardabweichung der einen Größe mal der Standardabweichung der anderen Größe, muss größer gleich h quer halbe sein. Gut, 2 h quer ist sicherlich größer gleich h quer halbe, aber diese Unschärferelation kann man zunächst mal nicht unterschreiten. Ja? Also je genauer Sie den Ort eines Teilchens kennen, hier jetzt den vertikalen Ort, desto ungenauer kennen Sie die vertikale Impulskomponente. Und das erklärt natürlich dann auch in dieser heuristischen Art und Weise dieses Aufspreizen. Ja? Okay. Für enge Spalte. Und für große Spalte wird das quasi wieder relativ vergleichsweise irrelevant. So, nochmal, das ist eine Bemerkung zur Unschärferelation mit ganz viel gefühliger Begriffsbildung über Impulse und Impulsänderungen und so, ja. Es ist nur das Gefühl, dass tatsächlich so etwas vorkommt, auch in dem Ergebnis, das wir experimentell sehen, auch in unserer Rechnung mit dem weichen Spalt. Die ganz exakte Formulierung werden wir durch Operatormethoden hinschreiben und dann, das lässt dann auch interpretatorisch nichts mehr zu wünschen übrig. Aber in jedem quantenmechanischen Effekt muss die Unschärferelation in der einen oder anderen Form auftreten. Gut, dann bis Donnerstag.